Alright, 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 Leute, es ist wieder soweit. Wir spielen weiter Pillars of Eternity. Das ist richtig oldschool RPG. Ich habe ein bisschen gerastet und bin mal in den anderen Weg Richtung gelaufen, weil ich glaube, mein Spiel ist jetzt buggy. Ich höre keine Sounds mehr. Also keine House-Sounds. Da oben wächst ein Pilz. So, ich bin ja leider in diese Welt reingeschmissen worden, ohne wirkliche Vorkenntnisse, was jetzt die Story ist und so weiter. Und unsere Mission ist es, einen Oger zu finden. Andere Missionen habe ich bisher nicht erhalten. Und deswegen laufen wir auch ein bisschen durch diese hübsche Welt da rum. Und ich finde, die ist eigentlich auch recht hübsch. Da unten können wir. Sind das für Viecher? Das ist ein Druide, die kann alles heilen und so weiter. Das ist schön, dass sie das kann. Sollte sie nur öfters machen. Weil ich verrecke oft. So. Ab und zu mal sollten die anderen auch helfen. So, ein bisschen offene Gegner, so. Ja, die Gegner sind. Aua. Aua. So, komm, auf die Fresse. Zack. Zack, die lassen auch was fallen. Lass mal einsammeln. Was ich bisher an der Beta bemängle. Gut, das ist ausschließlich an der Beta bemängelt, ne? Ich weiß ja nicht, wie die Vollversion wird. Aber ich habe meinen eigenen Charakter erstellt, aber der hat zurzeit null Persönlichkeit. Ich kann. So, wo bin ich hier? Missing String. I don't know, you don't say. Zack, komm, ein bisschen Platz machen. Komm. Zack, zack, zack. Jetzt habe ich wieder Sounds. Ja, wie gesagt, der Charakter hat überhaupt keine Persönlichkeit. Ich habe bisher noch keine Dialoge mit ihm gehört oder der hat auch nichts gesagt. Er hat auch keine Stimme. So sehr viel Kleinvieh. Das ist scheiße. So, wo ist mein Spellcaster? Kann auch von der Ferne spellen. Warum muss er so weit? Doch, kann er. Da. Nice. Bam. Ordentlichen Federball ins Gesicht. So. Zack, zack, zack. Gruppen-Ownage. So, bisher ist der Spellcaster eigentlich der nützlichste, wenn ihr mich fragt. Weil der hat Flächendamage und. Aua. So viel zu Flächendamage. Der haut auch uns kaputt. So, meine Charaktere sterben wie die Fliegen. Ich glaube, das wird ein sehr kurzes Let's Play. Da ist ein Geist, mehrere Geister. So, seid ihr wieder wach? Die halten aber nicht mehr viel aus. Wo ist hier unsere Druiden? So, heil doch mal ein bisschen. Tada. Was hat das jetzt gebracht? Was ist dieser grüne Balken hier? Das verstehe ich noch nicht. Der ist auf jeden Fall recht niedrig. Verstehe ich echt nicht. Verstehe ich echt nicht. So, ich weiß auch nicht, ob ich hier überhaupt richtig bin. Ich laufe bei diesem Spiel einfach nur rum. Kloppe alles kaputt, was sich kaputt kloppen lässt. Meistens kloppen die mich kaputt. So, und dann kommen auch noch mehrere gleichzeitig an. Zack. Heil mich. Zack. Nice. Nochmal. Nice. Was kann sie noch so? Sie kann auch noch ein paar Sachen. Das sollte aber die KI casten. Ich habe keinen Bock, das selber zu machen. Da ist eine Kugel rausgekommen, aber in die falsche Richtung. Falsche Richtung. Komm, auf die Nüsse. Oh, da ist eine Big Spider. Das. Ah, letzter Charakter. Lauf. Er bewegt sich nicht. Was soll der Scheiß? Jetzt bin ich tot. Gute, wurde eliminiert. Ich habe keinen Laden. Ich habe nie gespeichert. Spiel, du bist scheiße. Du bist scheiße, Spiel. Ich muss jetzt alles neu machen. Ich würde mal sagen, es ist Zeit für einen neuen Charakter. Scheiß auf den Feuerdruiden. Oh, fuck it. Was soll der Scheiß? Hat das Spiel kein Autosave? Welches Spiel hat heutzutage kein Autosave? Ich könnte kotzen. So, diesmal habe ich mir einen gottähnlichen Charakter gebaut. Wir sind wieder in dieser geilen Gegend. Komm, heile. Nice, danke. Also die KI ist zurzeit alles andere als prickelnd. Die kriegt nicht mal hin, den Gegner hier zu singeln. Zack. Komm, Beetle. Und ich habe mir einen neuen Charakter gebaut. Genau, man konnte in der Taverne einen Charakter angeln. Diesmal bin ich auch ein Krieger. Passieren irgendwelche Geräusche, die mir keine.
Nee, ich glaube, hier komme ich nicht weit. Nicht mit meiner Spieltaktik. Bams. Ich will hier rasten, aber ich kann nicht hier rasten, weil ich irgendwie ein Dialog fehlt. Formation. Also. Ja. Auf jeden Fall, ich habe jetzt einen gottähnlichen Charakter genommen. Hier, den habe ich Duno genannt, den zweiten. Sieht auf jeden Fall irgendwie geil aus, finde ich. Könnte aber ein Level abvertragen, der ist ja ziemlich low. Ne, die Gegend ist scheiße. Ich gehe wieder zurück in die andere, wo ich diese Treppe gefunden habe. Und hoffe, dass ich irgendwas finde, da hinten Ogre oder irgendwas. Ansonsten ist das Let's Play in dieser Folge zu Ende. So, da ist einer. Guckt euch das an. Die Wegfindung ist Banane. Die Wegfindung ist total scheiße. Ohne Scheiße, das Spiel ist buggy. Das Spiel ist noch buggy. Klar, Beta, so. Aber, Mann, Mann, Mann. Die dreschen gerade zu dritt auf den Löwen ein und kriegen den nicht kaputt. Das ist erbärmlich. So, alle wieder wach. Oh, einer ist sogar verschwunden. Was? Mein Zauberer ist tot. Also richtig tot. Weg. Futsch. Warum das, ey? Gerade der war sinnvoll. Da kommt jetzt. Da kommt der etwas fetterer. Zwei Fette. Ah. So, alle drauf, alle drauf. Ich versuche es diesmal ein bisschen taktischer zu machen. So, ich mache mal einen Fuck-Angriff. Du machst mal einen Fuck-Angriff. Mit dir machen wir was. Wir machen eine Peitsche hier. So. Jetzt hat jeder seinen Job, ne? Und zack, weg sind sie. Weg ist er. Guck mal, wie flott das geht. Kaum macht man es richtig mit Skills und so weiter. Es ist kein leichtes Spiel, finde ich. Also für mich ist es nicht leicht. CAE dir. Oh, dir. So, ich glaube, ich habe auch schon den Rand der Map erreicht. Also gibt es doch nur die Treppe runter da. Huch, Banditen? So, wieder mit Pause. Komm, zack. Was ist das eigentlich? Energische Verteidigung, okay. So, Knochenbrecher, verkrüppelter Schlag. Oder ich bin einfach nur scheiße, wenn ich... ohne Scheiß, wenn ich jetzt nochmal verrecke bei dem Spiel... Wenn ich jetzt nochmal verrecke... Scheiße, ich bin mitten im Kampf. Dann muss ich ja neu laden und das will ich nochmal vermeiden. Für zwei Banditen können ja aber ganz schön gut casten. Und ich werde immer noch angegriffen. Keine Ahnung, was das ist. So. What the fuck? Nein. So, Spielstand speichern. Danke. Damit ich den Scheiß nicht nochmal machen muss. So, kriege ich die kaputt? Ich hoffe es. Ich habe irgendeine Nachricht bekommen, was auch immer das war. Bams. Umgeholzt. So muss er sein. Und da hat es meinen zusätzlichen Charakter wieder aus den Socken gehauen. Zack, umgehauen. Komm, hau rein, hau rein. Verbot. Verbot was? Was noch? Okay. Irgendein Kügelchen fliegt heraus. Ich sollte mal die Skills durchlesen. Ich bin echt ein beschissener Zocker. Was soll ich? Was mache ich? Ist kein Spiel für mich. Ich liebe RPGs, aber das ist irgendwie... Oh, der andere ist auch tot. Endgültig tot. Ich dachte, es gibt kein endgültiges Sterben. Ich dachte, es gibt nur den leichten, schwierigen Stufen. Aber guck mal, ich habe jetzt schon zwei Charaktere verloren. Schon wieder in diese Höhle. Und ich kann auch nicht mehr rausscrollen. Auch nicht schlecht. Der Radius verändert sich, da seht ihr. Ich kann den Radius einstellen, aber sauber. Ja. Zack. Komm, hau weg. Shit, ich bin jetzt schon... Very well. Yes? Keine Ahnung. Jetzt habe ich auch irgendwelche Pünktchen hier oben sind aufgetaucht. Die waren vorher nie da. Wir sind hier weg. Was soll's? Ich verstehe es nicht. Was mache ich falsch bei diesem Spiel? Ich meine, guck mal, ich krieg drauf zum Angreifen.
Der eine da ruckelt sich einen ab. Kommt nicht durch. Die anderen zwei geben keinen Fuck. Da, der kriegt's wieder nicht hin. So, endlich. Wenigstens etwas. So, und warum die Charakter sterben, das ist auch ein Rätsel. Alter Falter. Ihr müsst das Bugger-Spiel noch fixen. Hier können wir runter. Nice. This is awesome thing where you climb a cliff and kill shit. Kann es sein, dass der Text, den ich da gerade hatte, nicht unbedingt dafür vorgesehen war, dass ich den sehen sollte? Nur so eine Idee. Ich hätte auch den Text auf Beta. Wenn die Beta besser wird, mache ich eine andere, eine neue Folge. Aber ich... Meine Gruppe verkackt die ganze Zeit. Das war's für Pillars of Eternity, die Baker Beta. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen, so den ersten Einblick in dieses alte klassisches Rollenspiel zu kriegen. Ich denke mal, das Spiel hat sehr viel Potenzial, aber man muss halt ein echt krasser RPG-Fan sein. Und selbst auf der leichtesten Stufe verkacke ich, wie schon im ersten Teil gesagt, solche Spiele sind irgendwie nichts für mich mit diesem Pausieren und dann taktisch auswählen. Obwohl ich auch näher bei den Winter Nights und Baldur's Gate gerne gezockt habe, aber das war gefühlt nicht so schwer. Ich denke mal, das Balancing muss hier noch ein bisschen angepasst werden. Aber nichtsdestotrotz sieht es jetzt schon eigentlich saucool aus. Die Zeichnungen sind super, der Artstyle ist super. Sehr viel Dialog, sehr viel Hintergrundstory, sehr viel Lore. Also man kann sich da richtig, richtig schön vertiefen mit den ganzen Rassen und den Todähnlichen. Die Todähnlichen fand ich eigentlich am coolsten. Die haben echt geiles Design gehabt. Auch dafür Daumen hoch. Dass das die Designer sowas entwickelt haben. Ja, auf jeden Fall, das war's. Leider nur zwei Teile. Ich habe gehofft, vielleicht irgendwie drei oder vier, aber anscheinend gibt es in diesem Spiel nicht mehr zu machen oder ich komme auch nicht weiter. Aber wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, wenn ich mich da durchkämpfen möchte, gebt mir ein Like, hinterlasst Kommentare. Ansonsten abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und mehr Presse. Lob.